Du bist in Wuppertal ansässig und zwar bist du genau mit Michael Müller Architecture Konter und du bist eben auch für Wuppertal Vorstandsmitglied beim BDA. Dein Vortrag geht eigentlich heute Architekturkontor sagen oder Architekturkontor. Dein Vortrag geht eigentlich heute darum. Ja, ich fand es ganz spannend. Du hast gesagt, der Überlebenskampf im Büroalltag bei Architekten. Deswegen, ich freue mich, dass du da bist und bin jetzt gespannt, was du uns erzählen wirst. Ja, vielen Dank. Ja, Überlebenskampf ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber ich würde gerne den Bogen spannen in die Realität, weil wir sind ein Architekturbüro, das nicht nur Dinge entwirft. Das macht uns wahnsinnig viel Spaß mit all den Tools, die auch heute so vorgestellt worden sind, auch mit ganz klassischen Tools. Aber wir wollen es eben auch umsetzen. Wir wollen das bauen. Und beim Bauen tauchen ein paar zusätzliche Probleme auf, die mit virtuellen Tools nur schwierig zu lösen sind, die aber trotzdem, wo Digitalisierung, glaube ich, eine große Chance hat. Und ich versuche heute etwas, vielleicht wundern Sie sich, weil Sie da so einen komischen Hintergrund sehen. Normalerweise zeigen Architekten immer große, bombastische Bilder. Keine Angst, die kommen noch. Aber ich versuche ein Tool zu zeigen und deswegen ist das ein bisschen spannend heute, weil ich das quasi live mache. Ich versuche dieses Tool, das wir nutzen, einfach mal live zu zeigen. Und vielleicht fange ich aber mal einfach damit an, indem ich trotzdem kurz unser Büro vorstelle, weil das ist der Hintergrund, warum wir uns mit bestimmten Fragestellungen von Wissensmanagement beschäftigt haben. Das ist übrigens ganz praktisch, dass das so lange dauert, weil ich rede sowieso immer zu schnell und man hat mir gesagt, ich soll eigentlich ganz langsam reden, weil wir haben ein bisschen zu viel Zeit und deswegen braucht es jetzt hier ein bisschen länger, bis das lädt, weil das quasi bei uns live auf dem Server gerade läuft. Und unser Büro beschäftigt sich mit Dingen von Ressourceneffizienz. Das ist tatsächlich etwas, was uns besonders wichtig ist, das hinzubekommen. Da sehen wir ein Passivhaus, das im Umbau schon vor über 20 Jahren entstanden ist. Wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema Bauen im Bestand. Wir beschäftigen uns schon seit sehr langer Zeit mit individualisierten Produkten, die aber vorgefertigt werden. Gerade auch im Bereich Holzbau. Wir sind seit langen Jahren auch in Lehre und Forschung tätig. Ich bin an der Hochschule Bochum seit 2008 und wir haben aber auch davor schon vieles an vielen unserer Projekte mit unterschiedlichsten Projektträgern und Forschungsprojekte gemacht. Machen das im Moment ungefähr mit 30 Leuten im Büro. Und ich glaube, das ist wichtig, wir sind tatsächlich Generalisten. Das heißt, wir entwerfen das nicht, sondern wir bauen das. Ja, deswegen ist das Thema von Bauablauf für uns eine besondere Bedeutung. Ich zeige Ihnen so ein paar Beispiele, damit man vielleicht kapiert, was sind denn die wesentlichen Dinge oder warum ist bei uns Wissensmanagement und Zusammenarbeit hat eine solche große Bedeutung. Dort sehen Sie ein Projekt, das ist letztes Jahr fertig geworden in Bochum. Und da sehen Sie das, was wir mit Vorfertigung meinen. Wir fertigen Dinge vor, wir fertigen solche Bäder vor, wir fertigen Holztafelelemente vor. Wir sind sehr stark im Holzbau involviert und wir versuchen darüber eben das Bauen auf der Baustelle ein Stück besser zu machen, ein Stück schneller zu machen, ein Stück qualitätsvoller zu machen. Ein anderes Projekt aus Wuppertal, eine ähnliche Themenstellung, wo es aber eine ganz neue Fassadentypologie aus gefalteten Blechen, die wie Vorhänge, wie Sonnenschutztypologien funktionieren. Ein Projekt, das gerade im Bau anfängt, ein Umbau, ein sehr spannender Umbau, bei dem ich glaube, weil Schüco ja eine gute Zukaufspolitik hat und den Textilhersteller dort auch aufgekauft hat mittlerweile. Dort werden wir dann auch mit diesen Produkten arbeiten. Da sehen wir was von der Baustelle. Also das Haus wird gerade ein Stück auseinandergeschnitten. Dort wird ein neuer Kubus eingesetzt in diesen Bestand hinein. Übrigens alles Wettbewerbe, alles Projekte, die aus Wettbewerben generiert sind. Auch hier ein Wettbewerbsprojekt für den Neubau des Freilichtmuseums Detmold, Eingangs- und Ausstellungsgebäude, bei dem wir gerade ein Forschungsprojekt laufen haben mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, wo es um Lehmbaustoffe und Holzbaustoffe geht. Eine Schule in Mahl, die wir gerade starten, wo wir als Generalplaner diese Schule umsetzen. Und für uns auch ein ganz spannendes Projekt, ein Campus in Rosenheim. In Rosenheim dann natürlich als kompletter Holzbau, bei dem wir gerade versuchen, zusammen mit Holzbauern zusammen das in so einem BIM-Projekt umzusetzen. Warum zeige ich das jetzt alles? Natürlich, um zu sagen, was wir alles Tolles können, aber um vor allen Dingen klarzumachen, dass diese Themen eben eine große Bandbreite aufzeigen. Und diese große Bandbreite sorgt natürlich dafür, dass wir ein relativ großes Wissen ansammeln müssen, um dort eben auch ordnungsgemäß die Dinge umsetzen zu können. Dazu vielleicht noch mal zwei Bilder.
Das werden viele Architekturbüros kennen. Wir haben es Gott sei Dank mittlerweile auch digitalisiert. Aber das sind die Ordner mit all den Normen, die wir so einhalten müssen. Man kann so ein bisschen erkennen, ja, die sind schon so ein bisschen verblichener, die oberen. Man hat mal angefangen in dieser Reihe mit 8 Bänden. Mittlerweile sind wir bei Band 20, glaube ich, angekommen. Und das zeigt ein bisschen, wo die Reise so hingeht. Das Wissen dessen, was wir da einhalten müssen, wird eben immer größer. Es gibt ein zweites schönes Bild, wie ich finde, das habe ich... Wenn es denn mal lädt, das ist für mich das Zeichen, ich kann ein bisschen langsamer reden. Das ist die Bauordnung in Bayern, da wir jetzt gerade in Rosenheim bauen. Wir haben noch nie in Bayern gebaut, haben wir uns sehr intensiv mit der Bauordnung beschäftigt. Das ist der Kommentar der Bauordnung in Bayern. Das, was Sie da unten liegen, dieses kleine Ding, das ist der Ergänzungsband, weil natürlich gibt es permanent Ergänzungsbände. Das ist der letzte Ergänzungsband. Dieser kleine Stapel, da hat 430 Seiten. Da kann man ungefähr erahnen, wie viele Seiten da in diesem Paket drin sind. Also unsere Fragestellung ist, und ich glaube, das, was Architektur umsetzen, auch in Zukunft sehr stark beeinflussen wird, ist, wie schaffen wir es überhaupt, all die Dinge, die wir eigentlich kennen müssen, auch wirklich einzuhalten? Ich habe es nie ausgerechnet, aber ich wäre mir relativ sicher, dass es gar nicht möglich ist, überhaupt in der Zeit seines Arbeitslebens all die Normen und die Richtlinien, die wir einhalten müssen, tatsächlich überhaupt nur einmal zu lesen, geschweige denn überhaupt die Ergänzungsbände vielleicht noch zu lesen. Und trotzdem müssen wir sie alle einhalten. Wenn was schiefgegangen ist, haften wir dafür. Dieses Thema beschäftigt uns als Architekten tatsächlich schon sehr lange, weil, wie Sie gesehen haben, wir mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen unterwegs sind, versuchen Bauweisen immer auch ein bisschen weiterzuentwickeln, um sie ein bisschen ressourceneffizienter zu machen und deswegen nicht unbedingt immer das bauen, was man schon vor 30 Jahren gebaut hat, sondern eben neue Dinge ausprobieren. Wir haben vor 7, 8 Jahren bei uns im Büro ein sogenanntes Wiki eingeführt. Ein Wiki kennen Sie alle, Sie kennen alle Wikipedia. Es ist eine Technologie, die vielleicht in vielen großen Unternehmen vorhanden ist. Mein Ziel ist eigentlich, da wir ja doch in Deutschland, wie ich finde, richtigerweise eine große Anzahl von eher sehr vielen kleinen Planungsbüros haben. Ich glaube, dass das eine große Qualität ist, auch zur Erhalt der Baukultur, dass wir viele kleine und mittelständische Büros haben. Und das ist ein Tool, das ich hier vorstelle, das eben für solche Büros auch gemacht ist. Das nutzen auch sehr große Unternehmen mit mehreren 10.000 oder 100.000 Mitarbeitern. Aber es ist ein sehr einfaches Tool. Wir brauchen nämlich keine EDV-Abteilung dafür. Wir können dieses Tool selber nutzen. Deswegen zeige ich es eben auch in ein paar Aspekten, damit ein bisschen die Angst davor verloren geht, dass das ein Riesenaufwand ist. Es ist relativ simpel zu nutzen und das würde ich gerne zeigen. Als wir das im Büro eingeführt haben, haben wir so ein kleines Prezi gemacht. Das zeige ich jetzt nicht, weil das dauert zu lange. Das können Sie, wenn Sie googeln, ACMS, Wiki und Prezi angeben, findet man das relativ schnell. Ich zeige nur 2, 3 Charts daraus, die vielleicht zeigen, nochmal auf eine andere Art, was uns daran wichtig war. Wir glauben eben, dass da oben, das ist das, was wir an Know-how in aktuellen Projekten haben. Ja, so am Beispiel des berühmten Eisbergs mal dargestellt. Da sind Pläne, Protokolle, da sind Kosten drin, Mails drin, da stecken die Informationen drin in den aktuellen Projekten. Ein Großteil aber eigentlich unseres Wissens und unserer Erfahrung steckt nicht in aktuellen Projekten, sondern steckt auch in den vorangegangenen Projekten, steckt in vielen anderen Informationsquellen, die wir dort eben auch sichtbar machen müssen. Und wir sind der Meinung, dass das eben über die klassischen Strukturen, mit denen wir so gelernt haben zu arbeiten, ob das virtuelle Ordner sind oder ob das analoge Ordner sind, spielt quasi gar keine Rolle. Am Ende versuchen wir, irgendetwas zu hierarchisieren und den Ordnern irgendwo wegzubringen, um es dann später vielleicht irgendwann mal zum richtigen Zeitpunkt wiederzufinden. Und da glauben wir, dass diese Strukturen, diese hierarchischen Strukturen an der Stelle eben nicht mehr funktionieren. Und deshalb nutzen wir ein solches Wiki-System und das Wiki-System ist mir sehr sympathisch, weil ein Wiki-System ist total chaotisch. Und das bin ich auch ein bisschen. Und das Wiki-System sagt nicht, ich muss Dinge kategorisieren und sagen, ich muss die Schirme aneinander rein und ich muss die Liegen aneinander rein und ich muss die Tische aneinander rein und die Menschen, sondern das Wiki-System macht etwas anderes. Das legt das alles chaotisch irgendwie ab und sagt, ich kann das für dich organisieren in unterschiedlichen Formen. Du kannst dir die Sonnenschirme alle raussuchen, du kannst aber auch alle Dinge raussuchen, die vielleicht alle blau sind und dann sind die Liegen mit dabei. Also das ist vielleicht, wie ich fand, ein ganz schönes Bild, um das Grundprinzip eines Wikis zu nutzen. Es kann unterschiedliche Arten von Hierarchien annehmen, je nachdem, wie ich da gerade suchen will. Und das ist etwas, was uns sehr überzeugt hat, damit umzugehen. Das Prinzip eines Wikis ist relativ trivial, aber in seiner Nutzungsmöglichkeit wird es plötzlich extrem vielfältig. Keine Angst, ich zeige gleich auch ein paar Dinge, was wir so damit machen und ich glaube, man kann noch wahnsinnig viele Dinge mehr damit machen.
Das Grundprinzip ist sehr trivial. Wer jemals schon mal auf Wikipedia war, da kann man einfach auf Bearbeiten klicken, dann kann man die Seite bearbeiten. Und genau das kann man hier auch tun. Eine Wiki-Seite ist eigentlich eine Seite, die man wie mit Word vergleichen kann. Man kann das Ding bearbeiten. Da oben gibt es einen Stift, dann man geht auf Bearbeiten und dann geht die Seite auf. Und dann kann man da drin rumschreiben, man kann da Text reinschreiben und alles Mögliche. Und man kann den irgendwie fett machen und man kann auch sagen, du bist eine Überschrift. Und all das, was Sie so kennen. Relativ trivial, wir können Dinge da drin schreiben. Ich speichere das mal lieber nicht, sonst sieht es komisch aus. Und das zweite System, was Seiten aber gleichzeitig können, ist, dass man auf diesen Seiten eben auch, dass man sie benutzen kann wie einen Ordner. Ich kann auf diesen Seiten eben auch Inhalte ablegen. Ich kann dort Anhänge dranhängen. Also das funktioniert wie ein ganz normaler, wie im Explorer oder Finder, mit was Sie auch immer unterwegs sind, funktioniert wie ein solcher Container, in dem ich Dinge ablegen kann. Ich kann Dinge nicht nur ablegen, ich kann Dinge auch noch ein bisschen beschriften, ich kann den Zusatztext da reingeben. Und die Dinge, die ich dort ablege, auch das hört sich erst trivial an, aber ist eigentlich eine ganz praktische Geschichte, die werden automatisch versioniert. Ich muss nicht schreiben, das ist Version 1 und 2 und Final 1 und Final 1 neu und Final 1 neu, neu, neu und wie wir das alle so kennen in irgendwelchen Explorer-Systemen. Es ist immer derselbe Name und es ist immer dieselbe Datei, die automatisch dort an der Stelle versioniert wird. Und in dieses Wiki hinein schreiben wir jetzt unsere Inhalte. Es gibt eine Struktur im Wiki, die kann man hierarchisch nutzen. Wir können das Wiki einteilen in unterschiedliche Bereiche. Ja, bei uns im Büro sieht das so aus, dass wir für jedes Projekt gibt es einen eigenen Bereich. Es gibt Wissensbereiche, es gibt Sachen, die sich mit Marketing beschäftigen, mit der Lehre, mit allen möglichen Dingen. Also wir können dieses Wissen auch dort versuchen, dem eine Grobstruktur zu geben. Es gibt auch das, was wir alle kennen. Ich glaube, das war eingeführt, damit der Umstieg nicht so schwer fällt. Es gibt sowas wie eine Baumstruktur. Wer das unbedingt will, kann seine Seiten irgendwie wahnsinnig lange ordnen, untereinander packen. Wenn man dazu Lust hat, kann man das tun. Vielleicht hilft einem das, das zu finden, was man dort gesucht hat. Aber es ist eben nicht notwendig. Der eigentliche Witz daran ist, dass es auf dieser chaotischen Struktur es eben natürlich eine Volltextsuche gibt mit allem, was man dort reintut, auch mit allen Anhängen, die man dort hineinpackt. Und zwar nicht, wie man das vielleicht ansonsten von einem Dateisystem kennt, wenn man danach was sucht, dann fängt das an, alle Dateien danach zu durchsuchen. Es dauert irgendwie Ewigkeiten, sondern das ist quasi genauso eine Suche, wie auch eine Google-Suche da ist. Es wird ein automatisierter Vollindex im Hintergrund geschrieben, sodass Suche rasend schnell geht. Alle Dinge sind eben vorhanden, man findet es eben extrem schnell. Wir können das mal hier versuchen, ja, und wir können mal sagen, ja, wir beschäftigen uns viel mit Holzbau und im Holzbau ist vor allem der Sockelanschluss immer ein ganz spannendes Thema. Dann schlägt er mir schon so ein bisschen was vor, was ich da irgendwie anklicken könnte. Ja, weiß ich auch noch nicht so genau, was ich da nehmen will und dann lasse ich das mal suchen und dann habe ich dasselbe Problem, was ich in Google auch habe. Wahnsinnig viele Treffer. Ja, also wir haben ja nicht das Problem, Sachen zu finden, sondern die richtigen Sachen zu finden. Und das Schöne ist, hier kann man jetzt sehen, da gibt es Dinge, die offensichtlich aus Vorträgen kommen oder aus irgendwelchen Projekten kommen. Das will ich aber nicht. Ich will das nur aus einem bestimmten Bereich haben. Wir haben einen eigenen Bereich, der nennt sich ACMS Wissen. Und dann kann ich das schon mal einschränken und dann wird das schon mal ein bisschen kleiner. Und aber am Ende kann ich hier ein bisschen, ich sehe so ein, wie die Datei heißt, ich sehe eine so eine Art Vorschau, die automatisch generiert wird, sehe, dass diese Begriffe dort drin sind. Er sucht aber im Moment nach Dingen, die entweder Holzbau oder Sockel haben und deswegen könnte ich, wie wir das bei Google auch kennen, noch ein Und hineinfügen, damit beide wirklich auch da auftauchen. Man merkt, es wird immer weniger und ich kann mich jetzt fragen, weil ich kann weitere Filter hinzufügen, was suche ich eigentlich? Was interessiert mich am Sockel im Holzbau? Das Abdichtungsthema ist immer so ein schwieriges Thema. Also geht man her und sagt, okay, ich nehme noch ein Stichwort, ich suche nach dem Stichwort, man muss es noch richtig schreiben, nach dem Stichwort Abdichtung. Und dann merkt man, dann ist die ganze Suche plötzlich wieder deutlich weiter eingedampft. Und da gibt es Geschichten hier, wo ich sehe, das ist ein Artikel aus einer Zeitschrift, übrigens sehr zu empfehlen, diese Zeitschrift. Und dann kann ich den aufklicken und schauen, was sich da auftut. Und das PDF geht natürlich dann auch auf. Es geht nicht in einem eigenen PDF-Programm auf, sondern es gibt natürlich eine eigene Vorschau da drin, die, wie gesagt, hier leider ein bisschen länger dauert. Und dann sehe ich, ich habe einen Artikel gefunden aus einer Holzbauzeitschrift von 2012, knapp über null, Sockelpunkt jetzt auch tiefer gelegt. Und würde denken, ja, der scheint mir doch in irgendeiner Form ganz informativ zu sein. Offensichtlich
kann ich mir den jetzt angucken und den lesen und vielleicht damit mein Problem lösen. Sie sehen, die Suche hat nicht so wahnsinnig lange gedauert. Jetzt können Sie sagen, das hat er stundenlang zu Hause geübt. Nee, habe ich nicht, weil man das jetzt auch mit anderen Dingen tun könnte. Und man merkt, dass wir eben daraus, aus dieser großen Dichte an Informationen, die wir natürlich mittlerweile da drin haben, wir machen das seit 6 oder 7 Jahren, wir eben doch relativ schnell mit unterschiedlichsten Methodiken schnell das finden, was wir wirklich brauchen, wenn es denn bei uns hinterlegt ist. Aber die meisten Büros wundern sich, was alles so bei denen auf den Ordnerstrukturen hinterlegt ist. Als wir anfingen, hatten wir 10.000 Dateien, die wir irgendwo auf unseren Servern hatten, von denen wir die meisten überhaupt nicht kannten. Und plötzlich tauchten Dinge auf, die wir vorher lange gesucht haben, die wir jetzt erst über diese neue Möglichkeit eigentlich wirklich gefunden haben. So, ich springe nochmal zurück zu meinem Vortragsthema. Ich könnte jetzt im Browser alle Seiten wieder zurückblättern, aber das dauert mir zu lange. Und bin dort nochmal auf diesem Vortrag. Also, Suchen funktioniert relativ gut. Wir kommen sehr, sehr schnell dahin, Dinge zu finden. Aber das ist natürlich nicht alles, weil das ist vielleicht so die erste Struktur, zu sagen, wir können Dinge finden, die wir dort aus irgendwelchen Fachzeitschriften, Artikeln dort abgelegt haben. Natürlich ist das Ziel, dass wir unsere eigenen Erfahrungen da reinbringen. Dass wir selber dort Dinge schreiben, die wir permanent den ganzen Tag, wenn wir Dinge bauen, alle 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lösen jeden Tag Probleme. Und diese Probleme sollen nach Möglichkeit während des Bearbeitens, während der Lösungsfindung automatisch dokumentiert werden. Deswegen setzen wir dieses Tool dann eben auch in der tatsächlichen Projektarbeit ein. Dazu sehen wir gleich ein paar Beispiele. Ein wichtiges Thema, das kennt wirklich jeder aus dem Netz, wir können Dinge verlinken und das hilft eben natürlich auch sehr, wenn wir Dinge miteinander verlinken können. Wir können natürlich auf externe Seiten verlinken, das ist zum Beispiel die Seite des Herstellers dieses Tools. Ja, das ist ein australischer Hersteller, nennt sich Atlassian, die Software heißt Confluence. Es gibt aber, muss man sagen, ich bin ja kein Softwareverkäufer, es gibt andere Tools, die das in einer ähnlichen Art und Weise auch können. Das kann man sicherlich gut rauskriegen. Wir können eben selber jedwede Verknüpfungen anlegen. Ja, also wenn ich auf Bearbeiten der Seite gehe, dafür muss ich nur den Buchstaben E drücken, dann bin ich wieder in diesem Bearbeitungsmodus und dann kann ich auf irgendeinen Wort gehen und kann das da oben verlinken. Ich zeige das nur, auch wenn es manchmal trivial ist, aber um einfach zu zeigen, wie simpel diese Software funktioniert. Ich kann das verlinken, ich kann sagen, ich will das irgendwie im Web verknüpfen, ich will das mit irgendwelchen Dateien verknüpfen, die hier schon liegen oder die ich hochladen will. Ich kann das auch, ich kann suchen innerhalb meines eigenen Systems, wo ich, auf was ich das da verlinken will. Wenn ich das alles nicht so genau weiß, kann ich, das ist das Schöne am Browser, na, das funktioniert hier leider nicht, das ist das Schöne am Browser, weil ich könnte einen zweiten Tab aufmachen und einfach irgendeine andere Seite suchen. Ja, und kann die dann verlinken und sagen, ich will irgendwas zum Schallschutz verlinken und da gibt es irgendeine Fachexpertise und dann verlinkt man dazu und dann ist das Ding verlinkt und das ist gespeichert und wenn ich da hinklicke, komme ich eben auf diese entsprechende Seite. Und natürlich kann diese Seite, deswegen sagen wir unseren Mitarbeitern immer, merkt ihr bloß nicht, wo irgendwelche Seiten liegen, weil das ist völlig uninteressant. Die wird vielleicht irgendwann mal irgendwo anders hingeschoben. Diese Verbindung bleibt natürlich immer erhalten. Wenn Sie die Seite löschen wollen, kriegen Sie angezeigt, Achtung, diese Seite wird von diesen und diesen Seiten verlinkt. Möchtest du diese Verlinkung entsprechend aufheben? Ein anderes wichtiges Tool ist, dass wir was kommentieren können, weil wir wollen ja gemeinsam wirklich in der Zusammenarbeit Dinge erarbeiten. Dafür gibt es Kommentarfunktionen, die am Ende dieser Seite stattfinden. Ja, da sehen Sie, ich habe es gar nicht alles selber gemacht. Ja, der nette Markus hat mir ein paar Folien zusammengestellt und die schon mal da reingelegt. Das ist die eine Möglichkeit, also ist es der Informationsfluss ist eben direkt auf der Seite vorhanden. Wir können das aber im Übrigen auch überall auf der Seite tun. Es gibt solche Inline-Kommentare, also ich kann an jeder Stelle einfach etwas markieren, dann geht da ein Kästchen auf und dann kann ich einen Kommentar dazu schreiben. Und dann wird diese Seite, wird dieses Wort dort entsprechend markiert. Man kann eine Diskussion führen, nee, das stimmt gar nicht, stimmt doch, stimmt nicht, stimmt doch und so, wie auch immer. Und irgendwann lösen sie es vielleicht auf. Und darüber können wir gemeinsam eben auch solche Seiten erstellen und gemeinsam unser Wissen an der Stelle zusammentragen. Und dann gibt es noch etwas, und auch das ist relativ simpel, dass es eben neben diesen rein banalen Dingen, das, was wir alle kennen, gibt es eine ganze Reihe von Zusatzfunktionen, die man sehr einfach aktivieren kann. Zum Beispiel solche Galerien zu erzeugen. Ja, zu sagen, ich kann Bilder dort eben sichtbar machen in irgendeiner Galerie, auch relativ simpel. Ich kann diese Suchen, die ich mache, die kann ich abspeichern. Ja, das ist eine Suche zum Stichwort Holzbau und Sockel. Ja, wo ich eben sage, das habe ich eine Suche abgespeichert, die ist fertig, muss das nicht jedes Mal neu eintippen.
Und ich würde Ihnen gerne zeigen, dass es tatsächlich total einfach ist, das zu machen, weil das sieht dann immer so aus, ah, da muss ich programmieren und irgendwas können. Gar nichts muss man können. Man muss nicht mehr können, als man in Word oder in Excel kann. Man muss einfach nur auf die Menüleiste gucken und da steht eigentlich das, was man da tun kann. Ich springe jetzt hier nochmal in diesen Bearbeitungsmodus, der leider immer so ein bisschen braucht, bis er kommt. Und jetzt auch sich noch offensichtlich aufgehängt hat. Das ist das, was alle befürchtet haben, wenn ich hier so eine Live-Vorführung mache, dass das natürlich nicht funktioniert. Und so ist es jetzt eben auch. Dann funktioniert es mal nicht. Und dann versuchen wir es das zweite Mal, das irgendwie hinzukriegen. Und er springt auf Bearbeiten. Und ich hoffe, dass es funktioniert, weil ansonsten sehen Sie nicht, wie simpel das ist. Also was steckt eigentlich dahinter? Dahinter stecken solche kleine Funktionskästchen. Das eine heißt Erweitern, das dafür sorgt, wenn ich da draufklicke, erweitert sich was. Und da ist ein kleiner Funktionsbaustein, der heißt Galerie. Den kann ich auf Bearbeiten klicken. Dann sage ich, ich will die Spaltenanzahl aber 2 oder 3 spaltig haben. Welche Bilder willst du überhaupt sehen? Ich habe gesagt, nimm nur Bilder, denen ich ein Stichwort gegeben habe. Das Projekt heißt, nur die zeigt er dort eben an. Das kann ich einfach da reinschreiben. Also alles relativ simpel und wie ich finde, relativ gut selbsterklärend. Und wenn man sich fragt, wie kommt man denn da rein, dann geht man da oben auf das Plus und da heißt weiteren Inhalt einfügen. Da gibt es schon das Thema der Galerie, die man da einfügen kann. Und dann fragt er mich die Sachen, willst du eine Überschrift haben, Spaltenanzahl, fertig. Und dann zeigt er jetzt erstmal alle Bilder an, die ich da habe. Und dann würde ich diese Galerie da einfügen. Und dazu gibt es viele andere Funktionsbausteine, die da drin liegen, die Gott sei Dank an der Stelle sogar ein bisschen auf Deutsch erklärt sind, wer das mit dem Englischen nicht so gut hinkriegt. Also es gibt viele an Vorlagen, an Funktionsbausteinen, die man per Klick einfach da reinfügt. Auch dieses Erweitern-Tool, was Sie da gesehen haben, diese Box, das ist ein einfacher Kasten, der heißt Erweitern. Und dann sagt man, den hätte ich gerne und dann klickt man den da rein und dann hat man den dort. Das Allerbeste finde ich, dass da auch Copy-Paste funktioniert. Ich kann einfach Copy-Paste machen und kann damit auch Funktionsbausteine rüber kopieren. Das kann ich von verschiedenen Seiten machen, also muss ich gar nicht viel wissen. Das kriegen wir alle gut hin. Copy-Paste ist ja eine sehr beliebte Geschichte. Wem das alles nicht reicht, muss man sagen, dass es zu diesem Programm eine ganze Menge, und App-Stores kennen wir auch alle, eine ganze Menge von weiteren, in diesem Programm noch nicht enthaltenen Zusatztools gibt. Also es gibt einen eigenen App-Store, der relativ umfangreich ist. Es sind mehrere tausend Apps, die da vorhanden sind, die man auch filtern kann nach den Dingen, die man da so sucht. Mit was will man sich da beschäftigen? Will man sich mit CRM beschäftigen oder will man sich eher mit Monitoring beschäftigen, mit Projektmanagement, mit Aufgabenverwaltung. Für alle diese Dinge gibt es zusätzliche Tools und die können Sie, und das finde ich das Angenehme daran, genauso einfach installieren, wie wir das vom Handy gelernt haben. Man klickt drauf und sagt, ich will dich installieren, dann ist das Ding installiert. Fertig. Ich brauche keine EDV-Abteilung dafür, um das zu können. Ja, das ist so das, was so ein bisschen die Vielfalt dieser Lösung zeigt und ich zeige Ihnen so ein paar Sachen, wie das bei uns so aussieht und wie wir das so nutzen. Es gibt eine Startseite von dem Wiki bei uns im Büro, die so als allgemeine Newsseite genutzt wird, ja, wo immer Leute Dinge einstellen, die ihnen irgendwie erzählenswert erscheinen. Auch die Darstellung in dieser Stelle ist ein einfaches Tool. Da ist einfach etwas, ein einfacher Funktionsbaustein, der da liegt, der sagt, nimm immer das, wenn jemand einen Blog schreibt, mach daraus eine solche Karte mit ein bisschen Vortext und ein Bildchen und mehr muss man dazu auch nicht wissen. Das Ganze haben wir aufgeteilt auch in unterschiedliche Bereiche, also neben dieser allgemeinen Übersicht gibt es die Möglichkeit, das in solchen Wissensbereichen zu machen. Also wenn irgendjemand aus dem Büro irgendetwas gelesen hat, was ihm interessant erscheint oder wenn er irgendwelche Informationen gefunden hat, die er gerade in seinem Projekt macht, dann teilt er die dort. Dann schreibt er und das geht eben sehr schnell, weil man nur da oben, sehen Sie schon immer diesen Reiter erstellen, da geht man drauf, dann geht eine kleine Seite auf oder eine kleine neue Notiz und dann wären die Dinge dort eben abgelegt. Ja, und dann steht auch mal, ja, da ist noch was in Arbeit. Wir machen gerade eine Checkliste für die neuen Studierendenwohnheimbestimmungen 2020, weil da jemand gerade dran arbeitet, dann stellt er das da rein und der Nächste freut sich, der ein ähnliches Thema hat, dass das da schon vorhanden ist. So,
So kann man also in unterschiedlichen Bereichen Dinge organisieren. Das, weil es mir zu langsam ist, springe ich da nicht rein. Unsere ganze Bibliothek ist dort so organisiert. Eine Herstellerdatenbank ist so organisiert. Es gibt keine Prospekte mehr bei uns im Büro, weil die sowieso immer, wenn wir sie nutzen, veraltet sind. Also ist das alles digitalisiert, dort entsprechend abgelegt. Es ist verschlagwortet nach unterschiedlichen Dingen, sodass ich nicht nur noch Hersteller suchen kann, sondern eben sagen kann, mich interessieren jetzt Fensterhersteller. Wen gibt es denn da so? Es soll ja mehr geben als Schüco. Dann kann man die da vielleicht finden. Wir können natürlich unsere eigenen Hilfebereiche dort organisieren, also eine eigene Hilfe zu dem, wie wir vielleicht mit diesem Programm umgehen. Es gibt eine kleine Seite für die Mitarbeitereinführung, wo man Dinge eben gucken kann, was sind so die wesentlichen Dinge hier, ja, wo gibt es den Kaffee, wo stehen die Kekse, wo ist das Wasser, aber vielleicht auch, wie arbeiten wir so und wie legen wir Dinge ab und wofür nutzen wir unser Wiki. Ich zeige Ihnen vielleicht mal so beispielhaft, ich habe mal so ein, zwei relativ wild rausgesucht, solche Themenseiten, die dann in diesem Zuge eben auch entstehen. Ja, so ganz triviale Themen, mit denen man sich wahnsinnig lange beschäftigen kann, und zwar immer dann, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Wenn plötzlich die Kantenbeschichtung von Möbeln abplatzt und die Spanplatten aufquellen, dann kommen wir in ein Thema hinein, wo wir plötzlich feststellen, wow, die 20 Aktenordner von Normen, die wir da haben, da gibt es mindestens 5 davon, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Man glaubt es kaum, aber dazu können Sie alleine mehrere hundert Seiten lesen, wenn Sie sich mit einem solchen Thema beschäftigen. Ja, weil Sie sich mit einer DIN-Norm von Klebemitteln, der DIN EN 204, beschäftigen können und mit allen möglichen anderen Geschichten. Und das Schöne daran hier ist eben, hier hat jemand sich dann einmal die Mühe gemacht und sagt, ich sammle das da mal ein bisschen zusammen. Ja, ich ziehe die wesentlichen Dinge daraus. Ich sage nicht nur, guck mal in die DIN, weil dann mache ich die DIN auf und gucke in 200 Seiten, dann mache ich die DIN ganz schnell wieder zu, weil so viel Zeit habe ich nicht. Aber hier sind eben die wesentlichen Dinge rausgesucht. Die wesentlichen Tabellen sind eben aufgezeigt. Natürlich ist die Norm dann auch verlinkt, weil wir sie digital vorrätig haben. Es sind Bilder gezeigt aus dem Projekt. Guck mal, was da alles so Schickes passieren kann. Ja, wenn da ganz viel Wasser reinläuft, dann funktioniert es da eben nicht. Ja, es sind die wesentlichen Begriffe aufgezeigt von anderen Normen, die da sind. Und damit haben wir eben eine Seite, die man dann eben auch entsprechend wiederfindet. Es gibt Stichworte dazu zum Thema Möbelkante, Kantenausbildung. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss noch ein Stichwort dazufügen, dann klicke ich unten auf das Ding und gebe ein Stichwort dazu, unter dem ich das gerne gefunden hätte. Ich gucke da auf mich, ich würde es gerne unter diesem Stichwort finden. Dann schreibe ich es da rein. Und damit finden wir mit dieser Systematik sicherlich auch nicht alle Informationen, die wir haben. Aber wir finden eine ganze Menge davon, und zwar mindestens deutlich mehr, als wir früher in unseren hierarchisch organisierten Ablage- und Ordnersystemen gefunden haben. Auch solche Dinge sind bei uns dann vorhanden. Wir beschäftigen uns ja, wie wir gesehen haben, ziemlich lange schon mit dem Thema von vorgefertigten Bädern und Fertignasszellen. Und dann haben wir mal die ganzen Projekterfahrungen mit den ganzen unterschiedlichen Anbietern. Die sind da zusammengefasst. Also wenn bei uns es darum geht, dass jemand, der neu ins Büro kommt, und sagt, was gibt es denn da überhaupt, dann kann er da auf diese Seite gucken. Da sind alle wesentlichen Themen von Wandaufbauten, von Aufbauhöhen, von Themen, von Schwierigkeiten bis hin zu Preisen, die wir in verschiedenen Projekten erzielt haben und Themen aus dem Bauablauf, Revisionierbarkeit, die sind dort alle abgelegt und man kann relativ schnell sich mit einem solchen Thema beschäftigen. Das Erstellen dieser Seite dauert eben nicht besonders lange und wie Sie sehen, ja, es ist eine triviale Seite, die aus einer Tabelle besteht, ein bisschen Text besteht, Verlinkungen besteht, wo ich dann teilweise direkt auf die Herstellerseiten komme. Checklisten für Baueinträge, auch ein beliebtes Thema. Wir nutzen es sehr stark in Forschungsprojekten, weil wir bei Forschungsprojekten feststellen, dass die, weil wir sie viel mit externen Partnern bearbeiten, sind zwei Forschungsprojekte, die wir gemacht haben für den Bund im Rahmen des sogenannten Vario-Wohnprogramms, haben wir an der Hochschule zwei Projekte evaluiert und planerisch begleitet. Und auch das sind alles Seiten, die dann darüber entstehen. Und natürlich kann ich in einem solchen Forschungsprojekt, wo ich mit vielen Externen arbeite, das eben nutzen, darüber entsprechend zu arbeiten. Und vielleicht auch dazu eine wesentliche Funktion. Das, was wir hier sehen, ist so eine Übersicht als Themenseite, wo man sieht, ja, welche Themen bearbeiten wir überhaupt, wo stehen wir da, wie ist der Status. Und wenn wir auf diese Seite hier in den Bearbeitungsmodus gehen, dann stellen wir fest, da ist gar nichts vorhanden. Da ist nur ein kleines Makro vorhanden, ein sogenannter Seiteneigenschaftsbericht, der eben in der Lage ist, Informationen auszulesen. Also ich muss nur dieses Ding da oben da raussuchen, da reinfallen lassen und schon habe ich ein funktionierendes Tool, das eben in der Lage ist,
eine Überblicksseite zu schaffen auf sehr einfache Art und Weise. Eine Überblicksseite dann von den einzelnen Informationsseiten und der ganze Trick, auch der ist sehr trivial, besteht einfach darin, dass wir, wenn wir hier zum Beispiel auf die Bäder klicken, also wenn ich auf so eine Seite klicke und sage, was haben wir denn da schon zu geschrieben und was haben wir denn dazu erarbeitet, dann ist auf dieser Seite, die aufgepasst haben, haben gesehen, dass das auf meiner Vortragsseite auch ganz oben so ein Kopf steht, da ist einfach eine Tabelle ausgefüllt. Und diese Tabelle da, die wird ausgelesen. Und zwar nach den Kriterien, die ich da vorne reinschreibe. Die kann ich selber definieren. Die muss ich einfach nur da reintippen. Und dann kann ich nach diesen, all diesen Dingen, die ich dann in diese erste Spalte reinschreibe, kann ich danach suchen. So, ich springe nochmal hier rüber in den Vortrag, weil ich nicht so dreimal zurückklicken will und hoffe, dass das ein bisschen schneller geht. Und ich hatte Ihnen angezeigt, dass eine wesentliche Bearbeitungsform eben auch darin besteht, möglichst dieses Tool bei der konkreten Bearbeitung innerhalb des Projektes zu nutzen, weil wir natürlich auch nicht alle so wahnsinnig viel Zeit haben, uns noch 3 Stunden dahinzusetzen und das gesondert dort Informationen unterzubringen. Und aus diesem Grunde versuchen wir, das eben auch als Tool zu nutzen, wenn wir uns mit bestimmten Themen beschäftigen. Also für jedes Projekt gibt es eine solche Seite und es gibt eine sogenannte Übersichtsseite, die sich mit den Planungsthemen, mit denen wir uns denn beschäftigen, die dort einfach die Informationen sammelt. Ja, das ist alles hier aus aktuellen Projekten, die gerade in Arbeit sind, 28.08. und Fälligkeit hoch, sind wir schon ein bisschen hinten dran. Aber wir sammeln dort eben die Informationen. Da geht es um Barrierefreiheit. Und dann können wir wieder eine Norm lesen und wir stellen fest, dass das wahnsinnig kompliziert ist, weil die Norm hat wieder 50 Seiten, der Kommentar der Norm hat 800 Seiten. Und hier hat jemand eben, ist man schon mal hergegangen und gesagt, ja, was sind denn die wesentlichen Dinge? Ja, was müssen wir denn da raussuchen? Ja, wir haben Bewegungsflächen. Dann stellt man aber auch fest, es gibt auch andere Maßgaben, nämlich das kommt von der Bayerischen Architektenkammer, die interpretieren das noch ein bisschen anders. Und insofern sammeln wir dort die Informationen, weil wir feststellen, dass ein Thema in aller Regel nicht in einem Tag gelöst ist, sondern sich das über Wochen zieht, wir neue Informationen kriegen, wir nicht jedes Mal wieder neu anfangen wollen, solche Dinge zu sammeln, sondern sie sind da einmal eben abgelegt, sie sind eben verlinkt, die Dinge aus den entsprechenden rechtlichen Verordnungen sind da rausgesucht und zwar nur der entsprechende Paragraph, der relevant ist, ist einfach da reinkopiert. Natürlich kann ich dann entsprechend auf die Quelle klicken und kann mir das im Originaltext und komplett angucken. Das ist alles zusammengesammelt und der Aufbau einer solchen Seite dauert 10 Minuten, dann ist die Seite fertig. Ich glaube, dass da eine große Chance drin steckt, eben Zeit zu sparen, Zeit, damit wir mit dem eigentlichen Entwurfsprozess uns wieder ein Stückchen mehr beschäftigen können. So, jetzt stecke ich hier gerade fest und springe nochmal in den Vortrag und habe angezeigt bekommen, dass ich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit habe. Und deswegen war das auch so ein bisschen eine offene Liste, die ich mir also runtergeschrieben habe und gesagt, wir gucken mal, was ich Ihnen davon so erzählen kann. Es gibt ein anderes Tool, zu dem wir nicht mehr kommen, das ein bisschen noch was vom gleichen Hersteller dahinter steckt, das wir seit 1,5 Jahren versuchen einzuführen, beschäftigt sich mit der kompletten Aufgabenverwaltung. Das nennt sich Jira, dieses Tool. Ist so ähnlich wie all das, was Sie vielleicht kennen von Asana, Rike und all diese Themen, die man so auf dem Markt irgendwie kennt. Hier hat man eine relativ gute Integration in das System. Ich kann tatsächlich auch aus dem Wiki heraus, die Maus geht gerade nicht so richtig, aus dem Wiki heraus irgendetwas markieren und sagen, daraus mache ich eine Aufgabe. Ja, und dann macht er daraus eine Aufgabe in Jira. Ich habe das Jira, weil das mal nicht, weil das ein Fremdrechner ist, hier noch nicht freigegeben. Deswegen funktioniert es hier leider gerade nicht. Aber so simpel funktioniert das. Das funktioniert genauso simpel auf E-Mails. Dort ist einfach ein Button integriert, da drücke ich drauf und er macht aus der E-Mail eine Aufgabe, die wir eben weiterverfolgen können. Weil auch das natürlich für uns ein wichtiges Thema ist, weil wir Aufgaben leider verfolgen müssen, weil wir selber unsere Aufgaben nicht immer richtig erledigen, wie man gerade gesehen hat. Wir waren schon ein paar Tage zu spät. Und weil wir als Architekten ja eine große Koordinationsaufgabe haben und natürlich bei dieser Koordination feststellen, dass wenn wir Aufgaben zuteilen, auch die von den anderen nicht immer vielleicht so erledigt werden, wie wir das gerne hätten. Jetzt bin ich 2 Minuten zu früh. Da müssen Sie jetzt mit leben, weil wenn ich damit anfange, bin ich 30 Minuten zu spät. Also machen wir lieber 3 Minuten zu früh Schluss. Christian, vielen herzlichen Dank. Kein Problem mit 2 Minuten, das kriegen wir hin. Ich habe nämlich auch noch 2 Fragen an dich. Jetzt alle Planer da draußen sagen, super, wir wollen auch so ein Wiki bei uns einführen. 3 Tipps vielleicht, auf was man achten sollte. Machen. Nee, nicht so viel da vorher mit beschäftigen. Ich würde es einfach mal machen. Ich glaube, machen ist total gut. Tatsächlich ist das oft Software, die relativ kostengünstig ist. Das kann man relativ schnell googeln. Da gibt es ein paar große und die haben alle Starterpakete. Und das ist spannend für kleine Büros. Diese Software kostet für ein kleines Büro bis 10 Mitarbeiter, kostet gekauft auf dem Server $10.
Ja, das wird teurer, wenn Sie größer werden. Das ist auch richtig so, wie ich finde. Sie können das auch auf der Cloud machen. Da kostet das, glaube ich, pro Mitarbeiter 5 € im Monat. Also finde ich eine relativ kostengünstige Geschichte. Deswegen würde ich sagen, nicht so viel nachdenken, nicht den Markt so lange sortieren, anfangen. Okay. Das ist die Lösung. Okay. Könnt ihr ein bisschen aus eurer Perspektive vom Büro einschätzen, wie viele Fehler ihr dadurch vielleicht auch schon vermieden habt, weil ihr so eine tolle Datenbank letztendlich hier habt, die die Projekte ja auffindbar machen? Kann man das bewerten? Ich weiß es nicht so wirklich. Das Schöne ist immer, wenn wir einen Fehler haben, haben wir einen Anlass, wieder Inhalt zu schreiben. Da wir wahnsinnig viel Inhalt haben, können wir sagen, wir haben schon wahnsinnig viele Fehler gemacht. Ein bisschen hängt das natürlich daran, wenn alles gut läuft, dann schreibt auch keiner was auf. Meistens schreibt man gerne was auf, wenn was schiefgelaufen ist. Das ist eine Motivation, das zu machen. Das passiert natürlich alle Nase lang. Aber wir hoffen eben darüber, dass wir den einen Fehler eben nicht wiederholen.